Entwickler von sogenannten Independent Games beschreiten neue Pfade, könnte man meinen. Zumindest jedoch ungewohnte Pfade. Denn zunächst unabhängig von Geldgebern und damit einigermaßen entbunden von äußerem Druck, können diese Spielemacher in aller Ruhe kleine Spieljuwelen erschaffen. Und der Erfolg gibt ihrer Methode recht. In kleinen Teams, nicht selten auch nur als einzelne Person, erarbeiten die Macher der Indie-Games in zumeist einfacher 2D-Grafik große Unterhaltung. Doch wo sich Erfolg einstellt, ist auch die finanzielle Gewinnerwartung nicht weit. Und so wird mittlerweile nicht nur viel Zeit, sondern auch Geld in diese Art der Spielkultur investiert. Wir sind der Frage nachgegangen, was es mit Indie-Games eigentlich auf sich hat. Haben mit dem Chefredakteur eines Spielemagazins gesprochen, einem Hamburger Entwicklerteam einen Besuch abgestattet und versucht, mit Jonathan Söderström Kontakt aufzunehmen. Seines Zeichens bekannt für seltsame, schnell produzierte Spiele. Von klassischer 2D-Grafik bis zu ausgefeilter Spielmechanik, Art-Game oder Fun-Game, das alles kann ein Independent-Game sein. Was aber verbindet die Spiele? Indie-Games sind da vor allem, kommt der Begriff daher, dass es kleine Studios sind oder Studios, die nicht an einen der großen Publisher gebunden sind mit ihrem Projekt. Das ist so das Wichtigste. Deswegen sind sie im besten Fall unabhängig. Oder auch im schlechtesten Fall auf sich allein gestellt, weil es natürlich nicht immer nur schlecht ist, bei einem großen Publisher zu sein. Ohne Publisher ist auch Super Meat Boy ausgekommen und hat so seinen speziellen Charakter behalten. Das ist auch eigentlich viel zu schwer. Das würde kein Publisher würde das durchwinken und sagen, ja, so mache ich das Spiel. Die Leute werden total frustriert sein. Aber die beiden wollten ein ganz, ganz hardcore schweres Spiel machen. In jedem Test würde das Spiel durchfallen, weil die Tester würden sagen, das ist viel zu schwer. Unabhängige Entwickler nehmen sich also die Freiheit, ihre eigenen Ideen umzusetzen. In manchen Fällen fragt man sich, ob ein künstlerischer Ansatz dahinter steckt. Wie bei Jonathan Söderström, einem der bekanntesten Indie-Entwickler aus Schweden. Wenn ich meine Spiele als Kunst betrachten würde, dann, weil ich nicht versuche, für irgendjemand anders als für mich meine Spiele zu machen. Und das ist ja ein Aspekt, den Künstler machen. Sie drücken sich selbst aus und kümmern sich nicht darum, ob die Leute ihre Kunst verstehen oder nicht. Ich habe gemerkt, dass meistens Unterhaltung, die ich mag, mich zunächst einmal unwohl fühlen lässt. Und das führt dazu, dass es mir in Erinnerung bleibt. Als ich Kindersendungen gesehen habe, blieben mir die Sendungen stärker im Gedächtnis, die etwas Verstörendes hatten, als diejenigen, die ich sofort verstanden habe. Ich mag einfach diesen Aspekt an Shows. Das sieht man auch bei seinem Spiel Hot Swaddle. Der Spieler steuert einen nackten Mann, der sich für ein Auto hält. Inspiriert wurde Söderström von einem gesellschaftskritischen Comic über sexuellen Fetisch. In der Szene ist er bekannt. Ja, der macht ganz sonderbare, seltsame Spiele eigentlich. Das gefällt mir bei dem ganz besonders gut. Also die sind versperren sich dem Spieler geradezu so ein bisschen oder sind eher so ein bisschen abschreckend auf den ersten Blick. Ich würde fast sagen, da geht es richtig so in Richtung ja, Artgame, Kunst sogar. Geld verdienen fällt mit solchen Spielen eher schwer. Aber für Söderström geht es auch gar nicht ausschließlich um den finanziellen Aspekt. Ich möchte mit meinen Spielen Geld verdienen, aber gleichzeitig will ich, dass die Leute die Möglichkeit haben, meine Spiele zu erleben. Wenn ich also nicht so dringend Geld brauche, möchte ich die Spiele gerne kostenfrei anbieten. Die Indie-Entwickler Candy Gun Games aus Hamburg haben einen ganz anderen Ansatz. Wir gestalten natürlich die Spiele auch so, dass sie eine gute Chance haben, im Markt dann auch so viel Geld zu erspielen, dass es sich eben lohnt, diese Spiele zu vermarkten. Und das ist halt, da wir das professionell machen, halt beruflich, das ist das in gewisser Weise schon eine Voraussetzung. Ihr neues Spiel Dollar Dash wird im Dezember erscheinen. Langjährige Arbeit mehrerer Entwickler, aufpolierte Grafik und die Unterstützung durch einen Publisher. Ist das überhaupt noch Indie? Ja, Indie-Games, also meines Erachtens verstehen da viele Leute was Unterschiedliches drunter. Die einen sagen, okay, die müssen finanziell unabhängig sein, für die anderen reicht die Definition, dass sie kleine, innovative Spiele zum Herunterladen vielleicht machen.
Und das ist halt die Frage, wo man da die Grenze zieht, was jetzt nur noch Indie ist, was ist nicht mehr Indie. Eben wir sind finanziert von einem großen Publisher, von einem Verleger. Wir aber haben selbst die Kontrolle über unser Spiel und deswegen sehen wir uns eigentlich schon als Independent-Entwickler. Die Definition von Indie-Games fällt schwer. In den letzten Jahren hat sich das Independent-Game aus dem Nischendasein befreit. Deshalb rechnen wohl immer mehr Indie-Entwickler mit finanziellem Erfolg und investieren viel mehr Zeit und Geld. Ob das für frische Spielideen und innovative Games förderlich sein wird, bleibt offen.